Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Wenn Sie Apoll hören, was assoziieren Sie beim Gott Apoll? Ich denke doch, die vielleicht strahlendste, die reinste, die lupenreinste Gottheit überhaupt, also der göttliche Heros schlechthin, so klar im Verstand wie Eis, das ist Apoll. Und das assoziieren wir, wenn wir Apoll hören, aber das ist ein Bild, das wir von den Römern übernommen haben. So haben die Römer den Gott Apoll gesehen. Ich glaube, bei keiner Gottheit lässt sich der Wandel im Göttlichen so deutlich aufzeigen wie bei Apoll. Die Römer, die haben ja den ganzen Götterhimmel der Griechen übernommen, aber die Götter waren ihnen eigentlich wurscht. Es ist ungefähr so, wie wenn man sich eine Wohnung einrichtet und dann sieht, wie leer die Wände sind und dann sagt man sich, ja, man hat an anderer Ort gesehen, dass da Bilder hängen und dann geht man ins Kaufhaus und behängt sich die eigenen Wände mit Bildern aus dem Kaufhaus. So ähnlich stelle ich mir vor, haben die Römer den Götterhimmel sich zusammengebaut, eben aus den griechischen Vorbildern. Ich habe mir das aufgeschrieben, ein paar davon. Aus Zeus, das wissen Sie, wurde Jupiter, aus Hera wurde bei den Römern die Juno, aus Athene die Minerva, aus dem Kriegsgott Ares wurde Mars, aus Hermes wurde der Merkur. Aus dem Feuergott Hephaistos wurde Vulkanos, aus der Liebesgöttin Aphrodite Venus, aus Demeter wurde Ceres und aus dem Dionysos wurde der Bacchus. Nur einen Gott, dort haben sie den Namen belassen, nämlich Apoll. Aus Apoll wurde Apoll, das blieb der Apoll. Aber dafür haben sie ihn im Charakter vollkommen verändert. Denn ursprünglich bei den Griechen ist dieser Apoll eine höchst problematische Persönlichkeit, ein höchst problematischer Charakter. Wir würden heute sagen, er ist eigentlich der Neurotiker unter den Göttern. Das gründet in seinem Vaterkomplex. Er ist ja ein Sohn des Zeus und von allen Anfang an war ein großes Misstrauen, ja sogar ein Hass zwischen Vater und Sohn. Das hatte seine Gründe. Apoll hat seine Mutter über alles geliebt. Auch das wissen wir aus unseren Geschichten, ist ein Herd für Neurosen. Seine Mutter war die Titanin Leto und als sie schwanger war von Zwillingen, eben das wird später Apoll werden und seine Zwillingsschwester Artemis, da hat sie den ganzen Hass, die ganze Eifersucht der Göttermutter Hera zu spüren bekommen und sie war auf der Flucht, sie wollte irgendwo gebären, aber Hera hat einen Fluch ausgestoßen. Sie hat gesagt, jedes feste Land, das dieser Leto, die da schwanger ist von meinem Mann Zeus, einen Gebärgrund, eine Gebärunterlage liefert, dieses Land werde ich vernichten. Deshalb überall, wo Leto schon hochschwanger, schon voll Schmerzen, voll Wehen hinkam, hat sich das Land verweigert und hat gesagt, nein, tut mir leid, ich sehe, du hast Not, aber ich muss selber auf mich schauen, haben die Ländereien gesprochen in dieser Geschichte und haben der Leto keine Möglichkeit gegeben zu gebären. Und da gab es eine kleine Insel, eine schwimmende Insel. Sowas hat es eben gegeben. Sowas gibt es nur in der Mythologie, eine schwimmende Insel Delos. Und die sagte, ja gut, auf mich trifft dieser Fluch hier nicht zu. Ich bin ja nicht festes Land. Hier kannst du gebären. Und auf Delos hat dann eben Leto ihre Zwillinge Artemis und Apoll zur Welt gebracht. Die Artemis, die hat von vornherein alle Männlichen abgeschworen, sie wollte keusch sein, hat sich von der Welt abgewandt. Sie war ein Liebling ihres Vaters Zeus. Aber gegenüber dem Apoll hat Zeus großes Misstrauen gehabt. Und der Apoll, der wollte sich von vornherein schon ganz von allem Anfang an emanzipieren. Nicht nur von Zeus emanzipieren, sondern vom ganzen Götterhimmel wollte er sich emanzipieren. Er hat eine Idee gehabt. Er dachte sich, ich werde eine eigene Kultstätte für mich schaffen. Ich werde das Publikum, also ich werde die Kundschaft abziehen von meinem Vater. Und da gibt es folgende Geschichte. Als Leto, seine Mutter, eben schwanger war und durch das Land geeilt ist, auf der Suche nach einem Geburtsort für ihre Kinder, kam sie auch in den Ort Delphi. Und in Delphi gibt es eine Kluft in den Boden, eine Schlucht, eine Art Schlucht. Das ist, wie die Alten sagten, die Vagina der Göttin, der Urgöttin Gaia. Und dort wollte sich Leto niederlassen, um sich wenigstens auszurasten. Aber neben dieser Schlucht hauste ein Drache, Python. Und dieser Drache sah da die Leto herkommen, schwanger, dennoch gut aussehen. Und er wollte sie vergewaltigen, er hat ihr nachgestellt. Und sie musste wieder fliehen. Und als ein Apoll
da war, dann hat er sich erstmal gedacht, ich werde die Feinde meiner Mutter werde ich vernichten, und hat diesen Ort Delphi aufgesucht, um sich dort zu rächen an diesem Drachen Python, und er hat diesen Drachen erschlagen. Da war die Mutter Gaia besorgt und gekränkt, und es zeigt sich eine Charaktereigenschaft des Apoll, auf die bin ich schon mal zu sprechen gekommen, als ich von der Koronis erzählt habe und ihrem Sohn, dem Asklepios. Dieser Apoll verfügt über die merkwürdige, zutiefst menschliche Eigenschaft, nämlich er kann schlechtes Gewissen empfinden. Und er hatte ein schlechtes Gewissen, dass er diesen Python, diesen Drachen, der ja ein Vieh war, dass er es getötet hat. Und er hat an dieser Stelle, wo der Drache war, nämlich in Delphi, sein Orakel errichtet. Und die Göttin, die dort den Willen des Apoll kundtut, die hat er nach diesem Drachen Python, hat er sie die Pythia genannt. Und dieses Delphi, das sollte ein Gegenentwurf zu der Weisheit seines Vaters Zeus sein. Apoll stand von Anfang an auf der Seite der Menschen, aber er war eben, wie gesagt, eine äußerst widersprüchliche Figur. Er war den Menschen zugetan, er verkörperte sowas wie Weisheit, auch wie Güte, wie Klugheit, wie Berechenbarkeit, und dennoch war er ein äußerst unberechenbarer Gott auch. Er ist zum Beispiel der Gott der Hirten. Gleichzeitig aber fühlt er sich ganz eng verwandt mit dem Wolf, also eine große Widersprüchlichkeit. Er ist ein leidenschaftlich Liebender, dennoch hat gerade dieser strahlende Gott überhaupt gar kein Glück bei Frauen. Ich habe die Geschichte der Koronis schon erzählt, immer wieder Fehlgriffe, er wird abgelehnt. Man stelle sich das vor, zum Beispiel eine gab es, eine Nymphe, und er hat um sie geworben und sie hat sich beschenken lassen von ihm, und er sagt zu ihr, als Hochzeitsgeschenk gebe ich dir den größten Wunsch, erfülle ich dir den größten Wunsch, den du hast. Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ich wünsche ihm am allermeisten, dass ich ewig jungfräulich bleibe. Also man stelle sich das vor. Auch in der Knabenliebe, wo er sich betätigt hat, hatte er kein Glück. Entweder hat er aus Versehen einen erschlagen, den Narkissos hat er erschlagen mit einem Diskus aus Versehen, und dann wuchs aus seinem Blut die Narzisse empor. Er hatte kein Glück, er war ein Widersprüchlicher, und er konnte auch ungeheuer jähzornig sein. Da gab es eine Wald, Gottheit ist falsch, ein Waldwesen, Marsyas hieß der. Der fand eines Tages eine Flöte. Diese Flöte hat die geniale Göttin Pallas Athene erfunden, hat sie gebaut, eine Doppelflöte. Man konnte darauf so wunderbar spielen. Aber diese Flöte, das Flötenspiel machte denjenigen, der darauf spielte, hässlich. Also offensichtlich hat man unheimlich fest in diese Flöte hineinblasen müssen. Es hat einen Kopf aufgeblustert und hat einen roten Kopf gekriegt, und die Augen haben sich irgendwie verdreht. Und als Pallas Athene im Olymp diese Flöte spielte, haben alle gelacht, und dann hat sie auch gemerkt, was los ist, hat diese blöde Flöte weggeschmissen. Und eben der Marsyas hat diese Flöte gefunden und hat gespielt, und die Hirten haben ihn als den größten Musiker gefeiert. Und ein Hirte sagte, Marsyas, du spielst mindestens so gut wie Apoll. Und das hat dann dieser Marsyas zu seinem Werbeslogan gemacht. Er ist durch die Länder gezogen und hat gesagt, ihr hört hier einen, der spielt mindestens so gut wie Apoll. Das hat sich dann der Apoll angehört, und in ihm kam diese Eifersucht und plötzlich dieses Umschlagen in kalten Hass. Und er hat diesen Marsyas aufgefordert zu einem Duell. Er hat gesagt, wir beide werden jetzt spielen. Ich bin der Gott, ich gebe die Regeln vor. Der Marsyas wollte gar nicht in einen Wettbewerb eintreten mit dem Apoll, aber wie gesagt, mit einem Gott, wenn man sich einlässt, dann muss man sich auch auf seine Regeln gefasst machen. Apoll sagt so, ich gebe die Regeln vor. Die erste Regel lautet, ich mache etwas und du machst es nach. Gut, Apoll hat ja die Lyra als sein Instrument und hat da gespielt, wunderbar gespielt. Mach es nach. Marsyas nahm die Flöte, spielte es nach. Die Jury, das waren die Musen, selbstverständlich ähnlich, wie ich in der letzten Folge erzählt habe, bei Pallas Athene, natürlich bestochen von Apoll. Die Musen waren aber so beeindruckt von dem Spiel des Marsyas, dass sie sagten, ja, Gott hin oder her, aber der Marsyas zumindest gleich gut. Gut, sagte Apoll, habe ich damit gerechnet. Dann nahm er seine Lyra
und hat sie umgedreht. Hat also linkshändig gespielt, sein Vorläufer diesbezüglich von Jimi Hendrix, der auch ein Linkshänder war auf der Gitarre. Die Lyra ist ja ein Vorinstrument der Gitarre. Und hat auf der anderen Seite gespielt, linkshändig, hat sie umgedreht und hat dazu gesungen. Hat zu Marsias gesagt, mach das nach. Wie geht das? Wie kann man eine Flöte umdrehen, erstens einmal? Und wie kann man dann dazu singen? Und der Marsi hat gesagt, ja, das geht ja nicht. Das ist ja außerhalb nicht der Regel, vielleicht aber außerhalb des Möglichen. Apoll hat gesagt, ich bin der Gott, ich mache die Regel. Entweder drehst du jetzt deine Flöte um und singst dazu, während du spielst, oder ich habe das von vornherein gewonnen. Und der Marsi hat gesagt, ja gut, ich meine, gegen einen Gott wie Apoll zu verlieren, das ist ja keine Schande, ich gebe mich geschlagen, du bist bedeutend der Größere und so, hat gemeint. Aber der Apoll war damit nicht zufriedenzustellen, hat gesagt, ah ja, ich habe vergessen. Ich habe gesagt, die erste Regel ist, dass ich vorgebe. Ich habe ganz vergessen, am Anfang vor dem Wettbewerb auch die zweite Regel bekannt zu geben. Der Marsi hat gesagt, also ich meine, was ist das für ein Wettbewerb, bitteschön? Also bei normalen Wettbewerben werden die Regeln vorgegeben, vorher, bevor man es macht. Ja, das ist halt ein anderer Wettbewerb, sagte der Apoll. Und die zweite Regel lautet, der Sieger kann mit dem Besiegten tun, was er will. Und da ist dann dem Marsias jede Hoffnung entschwunden, weil das sah er dem eisesklaren Blick des Apoll an, dass diese zweite Regel für ihn nicht gut ausgehen wird. Und jetzt tut der Apoll irgendetwas, was uns doch wirklich wundert, wenn wir ihn sonst kennen als den Strahlenden, auch den Gerechten, sogar den Gütigen. Er tut etwas, was seinem instinktiven Antipoden im Götterhimmel, nämlich dem Ares, dem Gott des Krieges, entspräche. Er nimmt diesen armen Faun Marsias, der ja, mein Gott, auf dieser Flöte ein bisschen gespielt hat, hängt ihn an einen Baum und zieht ihm die Haut ab. Das hätte ich gerne mit dir gemacht, sagte er. Der Marsias hat ungeheuer geschrien. Die Musen haben dann den Apoll gefragt, ob dieses Schreien auch als Musik zu werten sei, ob sie es auch beurteilen sollen, hat sich der Apoll aber schon abgewandt und ging davon. Wie gesagt, eine äußerst widersprüchliche Figur. Und diese Widersprüchlichkeit bekommt dann auch Ausdruck später, viel, viel später erst, wenn nämlich eine andere Gottheit auftaucht, nämlich Dionysos. Und Dionysos ist ja nicht erst seit Nietzsche, sondern Dionysos ist so das Gegenbild, nicht das existenzielle Gegenbild wie Ares, sondern das geistige Gegenbild zu dem Apoll ist Dionysos. Dionysos, der, wir würden heute flapsig, der aus dem Bauch heraus reagiert, aus der reinen Empfindung heraus reagiert. Apoll, der aus dem Kopf, aus dem Verstand heraus reagiert. Und Zeus hat geglaubt, er könne seinen Sohn Apoll demütigen, indem er bestimmt hat, dass das Orakel in Delphi von nun an nicht mehr nur von Apoll geführt wird, sondern dass sie es gemeinsam führen sollen, diese Halbbrüder Dionysos und Apoll. Aber da hat sich der Zeus getäuscht, denn wiedererwarten, hat Dionysos sich mit Apoll prächtig verstanden und Apoll hat sich auch mit Dionysos verstanden. Sie haben gemerkt, dass sie beide nur halb sind, dass es beide benötigt, um eine Einheit zu bilden, Dionysos und Apoll. Nietzsche hat das ja später aufgegriffen, das Dionysische und das Apollinische, dass erst diese beiden Komponenten so etwas wie einen totalen, einen allumfassenden, er hat gemeint, einen allumfassenden menschlichen Charakter ausmachen. Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Ich komme noch nicht los von dem Apoll. Dieser so widersprüchliche Gott, der ist vielleicht für uns interessanter als manch andere Gottheit, obwohl er jetzt im Gegensatz zu Pallas Athene nicht von Homer zu einer beinahe alleinigen Gottheit veredelt worden ist. Aber er hat sich länger gehalten bis herauf in das 20. Jahrhundert, länger als vermutlich jede andere griechische Gottheit. Wenn ich nur daran erinnern mag, dass diese Raumfähre,
die den ersten Menschen auf den Mond brachte, eben nach dem Gott Apoll genannt wurde. Ich glaube, es war Apollo 11, war dieses Raumschiff, das die Amerikaner da auf den Mond geschossen haben. Apoll, das ist das Interessante, nämlich, ich habe es letztes Mal schon erzählt, ein Gott mit schlechtem Gewissen, was etwas Außerordentliches, ein Widerspruch in sich schon beinahe ist, weil er damit ja zugibt, dass er fehlen kann. Kein anderer Gott würde das zugeben, Zeus als allerletzter. Im ständigen Konflikt mit seinem Vater Zeus, voll Hass auch auf diesen Vater Zeus, der wiederum alles versucht hat, um seinem Sohn Apoll das Leben und den Umgang schwer zu machen. Eine Geschichte habe ich schon erzählt, Apolls Sohn Asklepios, der Arzt, der mythische Arzt schlechthin, der immer daran gearbeitet hat, den Tod zu besiegen, dem ist es eines Tages gelungen, hat einen Toten wieder zum Leben erweckt, worauf Zeus seinen Blitz auf diesen Asklepios geschleudert hat und ihn getötet hat. Und Apoll in seinem Zorn ging her und hat die Kyklopen, waren auch so sagenhafte Wesen, auch Kinder des Zeus, hat diese Kyklopen getötet deswegen, weil sie waren die Schmiede, die dem Zeus seine Waffe gemacht haben. Damit war Zeus entwaffnet. Und nun hat das Ganze, dieser Vater-Sohn-Konflikt, eskaliert. Und Zeus wollte etwas Ungeheuerliches tun, wollte ein Exempel statuieren. Er hat beantragt oben im Olymp. Allein die Tatsache schon, dass Zeus etwas beantragen musste, da hat sich doch schon einiges geändert. Früher hat auch der sich nicht die Mühe gemacht, etwas zu beantragen. Da ist schon sowas wie apollinischer Geist eingezogen im Olymp. Er hat beantragt, Apoll in die Unterwelt zu verbannen. Und nicht nur in die Unterwelt, sondern in den Tartarus, in den finstersten, hintersten, grausigsten Winkel der Unterwelt wollte er den Apoll stecken. Also man stelle sich vor, ich habe davon erzählt, wer, was für eine Gesellschaft hätte er dort unten gehabt. Da war mal Tantalos, eine der furchtbarsten Figuren, der dort steht, das Wasser reicht ihm bis zum Knie, über ihm sind die Früchte. Wenn er trinken will, versickert das Wasser, wenn er essen will, gehen die Früchte weg. Ixion ist dort unten an ein brennendes Rad gefesselt, oder Sisyphos schiebt seinen Stein auf den Berg und er rollt wieder runter. Und in dieser Umgebung hätte Apoll, der strahlende Apoll, sein sollen. Da gab es einen Aufstand im Olymp. Sogar die Göttermutter Hera sagte, das geht so weit. Wenn du das tust, dann werden die Menschen gar nicht mehr an uns glauben. Die werden sagen, an was kann man sich halten, wenn der Zeus seinen eigenen Sohn in den Tartarus verbannt. Das geht nicht. Also hat Zeus einen anderen Entschluss gefasst. Apoll musste auf die Erde und musste, um ihn zu demütigen, ein Jahr lang bei einem Menschen arbeiten als Knecht. Apoll hat sich auf den Weg gemacht und er kam zu dem König Admetos und hat sich dort als Hirte angeboten. Admetos wusste nicht, dass es ein Gott ist. Er hat ihn sehr freundlich aufgenommen, hat ihn wunderbar behandelt. Sie sind sogar Freunde geworden, die beiden, obwohl Apoll der Diener war. Admetos war verliebt in Alkestis, die Tochter von König Pelias. Über Pelias werden wir noch einiges erfahren heute nicht. Aber dieser Pelias wollte seine Tochter dem Admetos nicht geben und hat ihm eine Aufgabe gestellt, wie so oft. Er sagte, du bekommst meine Tochter erst dann, wenn es dir gelingt, einen Eber und einen Löwen gemeinsam vor einen Pflug zu spannen. Also eigentlich ein kompletter Unsinn. Da hätte er gleich sagen können, nein. Er hat halt irgendwie verschlüsselt das Nein in dieser Aufgabe. Aber Apoll hat dem Admetos geholfen und er hat einen Eber und einen Löwen vor dem Pflug gespannt. Und sie haben ein Feld umgegraben, um dort, beinahe hätte ich gesagt, Kartoffel zu säen, aber das hat sie damals noch nicht gegeben. Jedenfalls hat der Admetos seine Alkestis bekommen. Und das hat die Freundschaft zwischen dem Admetos und dem Apoll natürlich nur noch vertieft. Und als dann das Jahr vorüber war, in dem der Gott dem Menschen gedient hat, da hat sich Apoll als Gott auch zu erkennen gegeben. Und hat gesagt, weil du mich so freundlich empfangen hast, weil wir Freunde geworden sind, möchte ich dir ein Geschenk machen. Und es ist ein ganz typisches Apoll-Geschenk, möchte ich mal sagen, also ein höchst problematisches Geschenk. Apoll sagte zu Admetos, pass auf, wenn's die Zeit ist, dass du sterben sollst, dass der Tod zu dir kommt, Thanatos, eine merkwürdige Figur in der griechischen Mythologie, die auffallend mit keiner Mythologie, mit keiner Geschichte ausgestattet ist, davor hat's den Griechen, ja nicht nur den Griechen, gegraust. Also wenn Thanatos an deine Tür klopft,
dann bekommst du von mir eine Möglichkeit, noch weiterzuleben. Das werde ich für dich bewerkstelligen. Wenn du einen Menschen auf der Welt findest, der bereit ist, an deiner Stadt zu sterben, dann sollst du noch leben. Das ist das Geschenk des Apoll an Admetos. Wir vermuten, dass das ein sehr problematisches Geschenk ist. Admetos lebte sein Leben mit seiner geliebten Frau Alkestis und es war wirklich eine innige, eine glückliche Liebe. Und dann klopfte eines Tages eben Thanatos, der Tod, an seine Tür. Und er sagte, Admetos, es ist soweit, ich komme dich holen, ich gebe dir, weil Apoll das will, einen Tag Zeit. Und nun machte sich Admetos auf die Suche nach jemandem, der bereit wäre, für ihn zu sterben. Er fragte seine Eltern, aber seine Eltern sagten, warum sollen wir? Nicht jeder ist seine eigene Person und wenn es bei uns so weit ist, gehen wir auch ohne Fragen. Die Freunde zogen sich zurück. Und er rief dann nur noch aus, es gibt ja sowieso nur noch einen einzigen Grund, warum ich leben will. Ich hänge gar nicht so sehr am Leben. Es ist doch nur für meine Frau Alkestis, für sie will ich leben, damit sie nicht allein ist, weil wir beide nicht allein sein können. Aber inzwischen hat sich das herumgesprochen und das Gerücht, dass jemand anstelle des Admetos sterben kann, um das Leben zu halten, hat auch die Alkestis erreicht und sie war bereit zu sterben. Und dann kam Thanatos zu Alkestis, um sie zu holen. Und dann wäre eben Admetos ohne seine Frau gewesen. Dieses furchtbare Dilemma-Geschenk, das der Apoll dem Admetos gemacht hat. Da gibt es verschiedene Versionen, wie das ausgeht. Euripides hat den Herakles auftreten lassen. Der ringt einfach den Tod nieder und die Sache geht gut aus. Es gibt noch eine zweite Geschichte. Noch einmal musste Apoll auf der Erde einem Menschen dienen. Zeus sah eines Tages herab vom Olymp Richtung Troja und sah dort einen trojanischen Prinzen, der hat ihm sehr gefallen, ein schöner junger Mann, Ganymed hieß er. Und er hat sich in einen Adler verkleidet, der Zeus, ist niedergeflogen, hat diesen Ganymed entführt, er wollte, dass er sein Liebhaber wird. Und er hat ihn mit hinauf in Olymp genommen und schamlos, rücksichtslos auf seine Frau hat er es angeblich mit dem Ganymed im Olymp getrieben. Das hat natürlich die Hera zutiefst, zutiefst gedemütigt. Und alle Götter waren empört. Und Apoll war auch empört. Vielleicht war er selber über die Sache gar nicht so empört, aber er hat etwas gefunden, wo er äußere Gerechtigkeit, also äußere Notwendigkeit empfand, gegen seinen Vater sich aufzulehnen. Und Apoll hat die Aufrührer angeführt, hat gesagt, du gibst diesen Ganymed zurück. Wenn du das nicht tust, dann werden wir dich stürzen. Und das heißt, gerade ihr wollt mich stürzen, aber da sind sie schon über ihn hergefallen. Poseidon, etwas zurückgebliebene geistig zurückgebliebene Bruder, Großbruder des Zeus und wie sie alle waren. Unter der Führung des Apoll haben sie sich über den Zeus hergemacht, haben ihn gefesselt mit 100 Knoten an jedem Gelenk. Und so lag er da, bewegungslos. Und sie haben angefangen zu verhandeln. Apoll hat gesagt, ich werde die Geschäfte meines Vaters im Himmel übernehmen, Poseidon, du wirst weiterhin die Gewässer befehligen. Und eine vollkommen neue Konstellation wäre gewesen, wenn da nicht die kleine Thetis gewesen wäre. Von ihr haben wir schon gehört. Und ich kann sagen, wir werden noch von ihr hören. Sie spielt eine ganz zentrale Rolle in der Vorgeschichte des Trojanischen Krieges. Diese Nymphe, die hatte damals so ein Techtelmechel. In Österreich würden wir sagen, ein Gspusi. So etwas ganz Liebreiches mit dem Zeus und sie ist schnell in den Tartaros geeilt und hat dort die 100-Armigen herausgeholt, die waren dort unten verbannt und haben gesagt, ihr müsst dem Zeus helfen, der ist gefesselt, liegt da, Meuterei im Olymp, die sind gekommen, die 100-Armigen und mir nichts, dir nichts, man kann sich vorstellen, wie schnell das mit 100 Armen geht. Haben sie den Zeus entfesselt und er war wieder frei und dann hat Zeus gesagt, so jetzt. Jetzt Klartext. Jetzt geht's ans Bestrafen. Als erstes wollte er seine Gattin Hera bestrafen. Oh, schrecklich. Er hat sie an den Himmel gehängt. An den Himmel hat er sie gehängt und an ihre Füße, damit es auch weh tut, damit es lang zieht, hat er die schwersten Ambosse ihres Sohnes Hephaist befestigt. So hat er die Hera gedemütigt und gequält, weil sie bei dem Aufstand mitgemacht hat.
Ihr Sohn Hephaist hat dann sie losgeschnitten. Daraufhin hat Zeus ihn vom Himmel heruntergeschmissen, vom Olymp heruntergeschmissen. Das war der arme Hephaist, der schon gewohnt, er ist ja von seiner Mutter schon einmal heruntergeschmissen worden. Und nun die Rache für Apoll und Poseidon. Man merkt, Zeus ist schon ein bisschen vorsichtig geworden. Vor allen Dingen hat er wohl eingesehen, dass er diesmal ganz klar der Anlass für diesen Aufstand war. Erstens hat er sich auf einen Kompromiss eingelassen. Er hat diesen Ganymed wieder zurückgegeben. Dem Vater, seinem Vater Laomedon, der damals König von Troja war. Und er sagt zu Apoll und zu Poseidon, so, dann könnt ihr beide den Ganymed ja gleich runterbringen. Ihr könnt ihn gleich runterbringen nach Troja. Und ihr könnt gleich auch den Laomedon, seinen Vater, fragen, ob er euch aufnimmt, denn ihr sollt beide dort arbeiten. Niedrigste Arbeit tun. Und ich hoffe, dem Laomedon fällt auch die denkbar niedrigste Arbeit für euch ein. Und so trotteten der Meeresgott Poseidon und der strahlende Götterheld Apoll vom Olymp herab, zwischen ihnen der kleine, hübsche Ganymed, der nun arbeitslos geworden war, ist ja im Olymp oben zum Mundschenk geworden. Er war der Vorkoster des Zeus. Und sie traten vor Laomedon hin. Diesmal haben sie gleich zugegeben, dass sie Götter sind. Und gesagt, wir sind Götter, die bestraft worden sind. Wir sollen für dich arbeiten. Und der Laomedon hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich euch brauchen kann. Ein Gott mit, ein aufständischer Gott und ein etwas geistig zurückgebliebener Gott. Was soll ich damit anfangen? Dieser Laomedon war ein ungläubiger Zyniker. Und er hat sich gedacht, aber stark sind sie wohl beide, zumindest verfügen sie über große göttliche Kraft. Und er hat ihnen gesagt, gut, dieses Troja, diese Stadt, wo ich herrsche hier, die liegt an einem sehr, sehr interessanten Punkt. Immer wieder kommen Feinde, um uns zu berauben. Ihr beiden Götter sollt eine Mauer um diese Stadt bauen. Und es waren Apoll und Poseidon, die die Mauer um die Stadt Troja gebaut haben. Wenn diese Mauer von den Menschen, von den Trojanern selbst erbaut worden wäre, der Krieg vor Troja, und wir sehen, wir nähern uns so in Kreisen nähern wir uns diesem Krieg. Dieser Krieg hätte gewiss nicht 10 Jahre gedauert. Die Griechen waren in einer Übermacht. Sie hätten eine menschliche Mauer wohl schon in relativ kurzer Zeit gestürmt, aber diese Mauer wurde erbaut von 2 Göttern, von Apoll und von Poseidon. Und sie haben diese Mauer sehr, sehr fest gebaut. Sie wussten nicht, dass sie eines Tages selbst auf der anderen Seite der Mauer, also innerhalb der Stadt Troja, auf der Seite der Trojaner kämpfen würden, in diesem großen, in diesem einzigartigen, für die damalige Zeit einzigartigen Weltkrieg, nämlich dem Trojanischen Krieg. Apoll und Poseidon haben auf der Seite der Trojaner diesen Krieg geführt. Während andere Gottheiten, eben, ich habe letzte Mal erzählt von Pallas Athene, sie hat auf der Seite der Griechen diesen Krieg geführt. Und wenn wir die Ilias lesen, vor allen Dingen dann die Odyssee auch lesen, dann wissen wir, dass dieser Krieg, an dem sich die Götter beteiligt haben mit den Menschen, eine Art Höhepunkt in der Mythologie ist, aber dass mit diesem Krieg auch schon der Untergang der Götter eingeleitet wird, dass Apoll auf ganz andere Art und Weise überleben wird, aber nicht in dieser Mythologie mehr.